habe schlechte Nachrichten zu verkünden. Und zwar müssen wir diesen Smilodog Store, den einzig wahren, tatsächlich schließen. Am Dienstag, also jetzt diesen Dienstag, der kommt, will ich eine Abschiedsparty für euch machen. Was heißt das? Es kommen sehr viele Influencer und Creator von Smilodogs mit hier rein. Und ich möchte einfach, dass ihr am Dienstag, also der jetzt kommende Dienstag, der jetzt kommt, möchte ich, dass ihr ab 17 Uhr haben wir hier auf. Und jeder, der hier vorbeikommt, darf sich irgendein Teil einfach so gratis mitnehmen. It is hard to put into words what exactly we witnessed today, because we have not seen this before. Thousands storming the Smilodogs after a rally with flying over. The mob storming the barriers, pushing through this door, police unable to hold them back. Others smashing through windows. Smilodogs. There were so many chaotic moments, the tense interactions with flying over. Total police overwhelmed. Boom, 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 besties! What's up? What's good? What's shaking? Today, we are making a little vlog interview on a big event where maybe our other influencers, YouTubers, we don't know. We don't know, yes. So it's an event from Flying Uwe, Smilodog, and he is closing his store in Altona. This week, Smilodog announced that it will close 9 stores in 4 states next month. I'm very sorry to see it go. 3 of those in Portland. That's a surprise, but not too surprising. I'm pretty disappointed, to be honest. Where do people buy Smilodog now? So they promised everyone to get one free gift. Sample, or yeah, just gift something. And now we're taking the bus and have fun watching this. So Ginger, what do you expect? Do you think, what is your wish? What would you like to give? My wish is that all the people that are already there are going home. Because my mother, she's working like in the near of it, somewhere there sometimes. Maybe, we don't and know. She sent me a photo because I told her that we are going to go there now. And she can see it from her work, the entrance of the building and everything. And yes, there are standing people. We will blend the photo now. Ah! Well, we already know, yes, it will be full of people. And I hate people. Yeah, that's what I wish for now. So guys, we are on the road, on the bus, driving to Altona. We hate it. We have standing places, so we cannot sit. Because we are poor and we cannot afford sit. In Germany, everything is about money. Bitch. Wow. Ja, so ein Scheißen drauf. Da mach ich das einfach. So Leute, wir sind jetzt im Bus. Genau. Und es war echt voll jetzt. Kleiner Spaß, Leute. Natürlich sind wir doch geblieben, haben uns den Arsch abgefroren. Und ja, den Rest seht ihr jetzt. Bombastik Side-Eye. Leute, ihr habt es gerade gesehen, wir stehen ganz, ganz hinten. Ginger, beschreib mal kurz die Situation. Nee, ich bin wirklich schockiert zu sagen, es ist sehr voll. Und die Leute haben alle nichts zu tun in dem Leben, das denke ich mir gerade. So wie wir. Aber gönnt euch eure gerade Sachen und Period. 2000 Jahre später. So guys, we are still waiting on a spot behind us. There are many people left, so I don't know where it's going. Does it end today or is it staying forever? It's starting at 17 p.m. It's like over 35 minutes. Yes, we are just waiting and waiting. Eine im Raum im Dunkeln und steht mit einer Maske am Fenster. Erst noch in Corona-Zeiten fangen. Timelapse. Ich verstehe es nicht. Ich habe es ja von Anfang an nicht verstanden.
Ja, ja, da Illuminati. Ich hab's von Anfang an nicht verstanden, Leute, aber jetzt erst recht nicht mehr. Eine Ewigkeit später. So, meine lieben Leute, wir warten immer noch seit 25 Minuten. Wir sind jetzt ungefähr so 10 Meter vorangekommen, aber das ist immer noch zu langsam, wo der Laden noch nicht geöffnet hat. Erst um 17 Uhr fängt das Ganze an. Wir wissen nicht, hat er frühzeitig geöffnet oder drängen sich alle Leute nach vorne? We don't know, we don't wanna know, honey. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag. So, meine lieben Leute, ich war hier gerade hinten auf asozial auf Toilette, weil die Schlange ist so lang. Ich meine, guckt euch das an, Leute. Es ist wirklich ein Spektakel an sich. Ginger wartet irgendwo hier hinten. Leute, also ich hoffe, das lohnt sich, das Ganze. Ich werde gerade angerufen, ich muss ganz dort auf. 3 weeks later. Flying Uwe! Wo ist mein Bitcoin? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Was? Bitcoin? Bitcoin? Oder ich lieb! Many months later. So, Leute, 17.03 Uhr. Es hat angefangen. Flying Uwe war, wie ihr gerade gesehen habt, eben schon hier live am Ort vorbeigegangen. Wir hoffen, es geht ganz schnell voran. Later, that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, Leute, die Schlange ist richtig lang. Wir warten die ganze Zeit. Ich zeige euch jetzt einmal ganz schnell den Laden. Und ja, dann warten wir noch 3 Stunden oder so. Ich freue mich schon ganz besonders drauf. Ich hoffe, ich stolper hier nicht, weil vor mir ist noch jemand. Also, wie ihr seht, es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Die ersten Leute sind schon drinnen. Es ist 10 vor 6 und wir stehen hier immer noch in der Schlange. Ich kann langsam nicht mehr. Meine Blase platzt aus allen Nähten. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Und guckt euch mal die Schlange noch an. Haben wir noch einiges vor uns. Einiges vor uns. Eventually. Der Uwe, der kommt jetzt nochmal. Wo ist denn der? Day 2, day 3, day 4. I'm in my element, it's everything that this level to the game. All those dark nights I got then, bringing my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you're wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. A snap for the sun. Step the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babylist, they try to dabble in it and they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this and you're in your element with a fire like this and they hoping you fall and they bring you me. I think the fuck not, you trick ass. Boom, 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 yeah. Boom, 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 boom. Leute, es ist soweit. Ginger hat ein Teil bekommen, zeig das mal. So, das ist hier ein, ich würde sagen, Sport-BH. Oh, okay, Lackfarben. Sport-Pop-BH mäßig so. Und warte, ich hab da ja noch was bekommen. Das habe ich ja sogar auf Video, wie ich das bekommen habe. Oh, was? Das heißt Pop-Sack-Captain! So, Leute, wir haben gefroren. Wir haben uns den Arsch abgezittert, abgewackelt. Bester Freund Hollywood-Matze war da, den haben wir noch. Hollywood-Matze, I see you. I still see you. I still see you too. So,
Dank für die Opportunity, Uwe. War lustig, dich mal getroffen zu haben, falls du das mal sehen solltest. Ja, die Leute stehen weiterhin noch sehr lang dort an. Wahrscheinlich, wenn ich später nach Hause fahre. Also ich denke, auch da, wo wir an der Schlange waren, da hätten wir vielleicht gerade noch was bekommen. Aber die Leute hinter uns, also ich glaube, die wären leer ausgegangen. Ganz genau. Und ich muss jetzt auch langsam echt richtig pissen. Also ich halte genau. So, wir hoffen, ihr habt das Video genossen. So Leute, wir sind jetzt im Bus. Endlich. Der Bus hatte Verspätung, ungefähr so 10, 15 Minuten. Auf jeden. Wir sitzen aber. We are good. Genau. Und es war echt voll jetzt. Wir haben nette Leute kennengelernt. Wir sind auf dem Weg nach Hause und war eigentlich ein semi-erfolgreicher Tag. Also, ja, wir haben unser Interview, was wir gerne hätten, nicht bekommen. Aber Matze, wir machen jetzt nochmal richtig Stress bei dir. Wir wollen unser Video mit dir. Ich sag nur Clickbait, der Arsch. So Leute, ich bin's nochmal. Ich bin hier nochmal am Ort des Geschehens. Gleich zu meiner Linken, seht ihr hier. Moment. Smilo Dogs. Ja, ich wollte mich noch mal ganz kurz melden, weil wir es tatsächlich leider heute nicht geschafft haben, das Interview zu führen. Eigentlich war für mich das Wichtigste, das Interview zu führen. Ich habe jetzt gehofft, dass nachdem ich Junior nach Hause gebracht habe, dass es jetzt noch klappt. Aber jetzt sind alle Lichter aus, wie ihr sehen könnt. Ja, der Laden ist dicht. Ich gehe nach Hause. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Und ja, nächstes Mal klappt es bestimmt. Und Matze, I see you still. Ich werde dir auch noch mal schreiben, du. Du kommst uns nicht so leicht davon.